Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin von 1528 bis zu meinem Tod 1563 der erste reformierte Pfarrer von Altdorf gsi. Der Zürcher Rat hat mich hierher geschickt. Ich muss zum Rechten schauen. Bei den etwa 100 aufmüpfigen Einwohnern von Altdorf. Es war eine bewegte Zeit damals. Die Vorgeschichte. Im ausgehenden 15. Jahrhundert war die adlige Oberschicht in der katholischen Kirche sehr mächtig. Zahlreiche Kirchen waren Stiftungen von Adligen oder Schenkungen an Klöster mit der Auflage, für das Seelenheil des Stifters und ihrer Familien jeweils Messen zu lesen. Mit Geld konnte man sicherstellen, dass man ins Paradies kam. Die breite Landbevölkerung war arm und konnte sich das nicht leisten. Außerdem drückte sie die Last der vielen Zehnten, den damaligen Steuern. In Altdorf herrschte kurz vor der Reformation um 1525 der höchst korrupte Pfarrer von Tobel aus Pfäffikon. Er hatte die Zehntenrechte vom Kloster Rüthe erhalten und forderte diese von den Einwohnern im Übermaß ein. Darum herrschte im Dorf eine vorrevolutionäre Stimmung. Zurückblenden müssen wir aber zunächst nicht auf das damalige Altdorf, sondern auf Stammheim im Zürcher Weinland. Dort amtete der im Jahre 1462 geborene Hans Wirth als Untervogt. Seine beiden Söhne Adrian und Hans Junior wurden im Frühsommer 1524 von den Stammheimern als Prediger eingesetzt. Ihr müsst eins wissen. Die Steier im Rhein war der Pfarrer Hans Oechsli vom Zürcher Reformator Zwingli begeistert und hat darum den neuen Glauben predigt. Darum haben sie ihn ins Gefängnis gerührt. Die Bauern Stammheim waren wütig. Dort hatte ich die erste Stelle als Prediger. Sie wollten ihn befreien. Sie sind losmarschiert und haben sich im Kloster Ittigen wieder getroffen. Aus lauter Wut und Enttäuschung haben sie sich dazu hinreissen lassen, das Kloster zu plündern und anzuzünden. Aber warum haben sie denn mich verhaftet? Mich, mein Bruder Hans und mein Vater? Wir seien da Stifter gewesen, haben sie gesagt. Auch die katholischen Gebiete in der ganzen Zeitgenossenschaft haben sie Zürich Druck gemacht. Und uns haben sie ausgeliefert. Auf Baden von der Absatzung der Eidgenossen, die noch als Gericht amtet hat. Sie haben uns foltern lassen und haben uns zum Tod verurteilt. Sollen sie uns doch den Kopf abschlagen. Aber das wird der neue Glaube vom Zwingli nicht aufhalten. Mein Vater und meine älteren Brüder haben sie geköpft. Ich haben sie am Leben lassen. Einer soll noch für die Familie sorgen. Aber wie? Ich musste versprechen, nie mehr zu predigen. Ist zwar besser als Folter oder der Tod, aber der neue reformierte Glaube, den wollte ich nicht aufgeben. Immer wieder sind es die Bilder. Das brennende Kloster. Der Marsch als Gefangene von Zürich auf Baden. Der Prozess, die Einrichtung. Von meinem Vater und von meinem Bruder. Blut hat uns den neuen Glauben kostet. Aber es hat sich gelohnt, es hat uns frei gemacht. Das Geld geht nicht an Klöster, nein. Mit dem Geld können wir jetzt die Armen unterstützen. Adrian Wirth war ein Aktivist für den neuen Glauben. Er war nach den Geschehnissen rund um den sogenannten Ittinger Sturm arbeitslos und bat die Zürcher Obrigkeit um eine Stelle. Altdorf war damals ein sogenannter Hotspot. Der Vikar im Dorf, Hans Schmid, ein Vetter des berüchtigten von Tobel aus Pfäffikon, wurde 1528 von der Synode abgewählt, weil er durch Bestechung zu diesem Amt gekommen war. Die Bewerbung von Adrian Wirth kam für die Zürcher wie gerufen. So konnten sie die Aufmüpfigen in Veraltdorf wieder unter ihre Kontrolle bringen, damit die Steuern wieder bezahlt wurden und gleichzeitig ihren politischen Einfluss verstärken. Nach dem Urteil von Baden hätte ich nicht mehr dürfen predigen. Aber was soll ich denn machen? Ich habe doch Theologie studiert, bin als Prediger ausgebildet worden. Ich habe kein anderes Handwerk gelernt. Und dann meine Frau. Zwei kleine Kinder und schon wieder schwanger. Ich muss irgendwo eine Anstellung finden. Gut, haben Zürcher mich und meine Familie auf Altdorf geschickt. Eine Kirche und ein kleines Haus haben sie uns versprochen. Mit unserem bescheidenen Hausplunder, den wir hatten, haben wir uns auf den Weg ins Zürich-Oberland gemacht.
5 grosse Höfe und ein paar kleinere Häuser, das war das ganze Dorf. Der Bauer ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht gegangen. Wir sind dann freundlich begrüßt worden auf der Strasse. Aber was sagen sie echt, wenn sie erfahren, dass sie wieder Steuern zahlen müssen? Das kann aber ein paar Tage warten, habe ich gedacht. Zuerst einmal wollte ich uns ein wirklich kleines Häuschen genauer anschauen. Der Bauer war aber etwas anderes, viel wichtiger. Es muss alles seine Ordnung haben. Wir haben der Obrigkeit immer viel gezahlt. Und dafür kommen wir auch etwas über, haben sie gesagt. Bereits vor der Reformation war der Dorfpfarrer verpflichtet, als Gegenleistung zu den Zehnten, wie man die Steuern damals nannte, einen Zuchtstier, einen Zuchthengst und einen Zuchteber für alle Bauern im Dorf zu halten. Man hat mir natürlich auch gesagt, dass ich für den Stier, den Hengst und den Eber schauen muss. Aber dass das so wichtig ist für die Bauern, das habe ich nicht erwartet. Als ich aber im Stall neben dem Haus einen Hengst und einen Eber gesehen habe, erbärmlich haben sie ausgesehen, habe ich sie etwas verstanden. Und einen neuen Zuchtstier brauchen wir auch noch fürs Dorf, haben sie ganz deutlich gefordert. Auf dem Weg hierher habe ich mir schon Gedanken gemacht, was ich am Sonntag predigen soll. Die Messe auf Lateinisch haben sie das Zeltdorf schon abgeschafft, die Altäre aus der Kirche rausgenommen und Bilder an der Wand haben sie übermalt. Das Wort muss im Zentrum stehen, hat der Zwingli gesagt. Und damit würde ich mich ganz auf die Predigt auf Deutsch konzentrieren. Aber jetzt geht es zuerst ums Vieh und um meinen Hof. Die verschiedenen Zehnten machen es möglich, dass mit dem Erlös die Pfarrfamilie ein Auskommen hatte, gleichzeitig die Aufgaben der Armenpflege wahrgenommen und die kirchlichen und weiteren öffentlichen Dienste finanziert werden konnten. Wirt baute zu diesem Zwecke eine Dorfbehörde auf. Sie war damals so etwas wie Gemeinderat, Kirchenpflege und Sozialbehörde in einem. Weil Adrian Wirt als einziger im Dorf lesen und schreiben konnte, war er auch für vieles verantwortlich. Somit wurde er die wichtigste Figur im dörflichen Leben. Die schriftlichen Aufzeichnungen entstanden unter seiner Leitung. Mit all diesen Aufgaben war er der Vorläufer des heutigen Service Public. Oh, das muss man wissen. Vor der Reformation war eine Beerdigung immer eine Frage von Geld. Die mehr gezahlt haben, sind nachher bei der Kirche begraben worden und haben sich auch mehr Kerzen, Messen leisten können. Aber das ist jetzt Zeltdorf vorbei. Nach jedem Begräbnis habe ich gebetet und jeder, wirklich jeder Verstorbene ist am Sonntag darauf in der Kirche erwähnt worden. Wichtig ist natürlich auch die Armenfürsorge. Ich erzähle euch von einem Fall, den ich mich gut erinnern kann. Ein junger Mann aus Zell ist auf Altdorf gekommen. Er ist umgekehrt und hat sich dabei die Achsel gebrochen. Damals haben wir im bekannten Wundheil im Dorf gehabt. Der junge Mann hatte kein Geld für eine Behandlung. Und so habe ich meinen Pfarrkollegen geschrieben und um Almosen gebeten. Gemeinsam haben wir genug zusammengebracht und der junge Mann konnte behandelt werden. So. Und jetzt muss ich auch wieder an die Arbeit. Es gibt noch viel zu tun. Viele heutige Institutionen haben den Ursprung im Wirken von Adrian Wirt und der Reformation. Man begann, den Bürger als mündig anzusehen. Seine Verantwortung sollte im Zentrum stehen. Damit stärkte die Reformation auch die langsame Entwicklung zur heutigen direkten Demokratie. Zudem wurde der Bildung mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die Kirche und die Gemeinde sind für die Bevölkerung da und nicht umgekehrt. Vor allem die Einführung der Kirchenbücher, die heute noch von den Pfarrern von Hand geführt werden, war ein wichtiger Meilenstein. Diese sind die Vorläufer des heutigen Zivilstandswesens und der Einwohnerkontrolle. Die Kirche steht heute immer noch mitten im Dorf. Aber rundum hat sich viel verändert in den letzten Jahrhunderten. Viele Aufgaben, wo früher der Pfarrer hatte, hat heute die Gemeindeverwaltung übernommen. Und jede Einwohnerin und jeder Einwohner ist heute statt bei der Kirchengemeinde
bei der politischen Gemeinde ein sogenanntes Zwangsmitglied. Wer bestehend in Frage stellt, muss viel Überzeugungsarbeit leisten, vollen Einsatz zeigen, aber auch Konsequenzen tragen können. In dem Sinn ist Adrian Wirth für Veraltdorf eine wichtige und sehr prägende Persönlichkeit gewesen.